stehe hier in der sogenannten Valentinskapelle des Stephansdomes inmitten einer Vielzahl von Reliquien, angefangen von kleinen Knochenteilen über Schädel bis hin zu ganzen Skeletten. Das Wort Reliquie kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie zurücklassen, etwas zurücklassen und im übertragenen Sinn dann Überreste, was bei Knochen recht nachvollziehbar ist. Uns aufgeklärten Menschen fällt es schwer, warum Leute Knochen verehrt haben. Es ist manchmal sogar vielleicht ein bisschen makaber, wenn man sieht, dass Reliquiare geküsst werden. Ich möchte Ihnen dazu zwei Gedanken mitgeben, die Ihnen hoffentlich helfen, ein tieferes Verständnis für die Reliquienverehrung zu bekommen. Ein erster Punkt, ganz menschlich, wir sind sinnenhafte Lebewesen, sinnenhafte Wesen. Dinge und Gegenstände erinnern uns an gewisse Ereignisse. Wir können die Gegenstände angreifen, anschauen und haben damit eine Erinnerung an schöne Erlebnisse. Ein zweiter Versuch der Erklärung ist aus dem Lebensgefühl der mittelalterlichen Menschen heraus. Sie müssen sich vorstellen, damals gab es keine Kommunikationsmittel wie heute, nicht? Es gab kein E-Mail und kein Telefon und man konnte nicht so wie heute jedermann vom Freund bis zum Bundespräsidenten ganz schnell in Kontakt treten. Die Leute haben den Kaiser damals so gut wie nicht gesehen, kaum in ihrem Leben. Wenn sie aber ein Problem hatten oder auf Gnade angewiesen waren, dann gingen sie zu den nächsthöheren aus ihrer Umgebung, dem Fürsten, dem Vogt, und haben den gebeten, für ihn beim Kaiser zu sprechen. Und dieses Lebensgefühl hat sich auch auf das Gottesbild ausgewirkt. Die Menschen des Mittelalters haben es nicht gewagt, Gott selber anzusprechen, ihn um Hilfe anzurufen, sondern sie haben sich an Mittler, an die Heiligen gewandt, von denen sie gehofft haben, dass sie für sie Fürsprache halten. Und aus diesem Gefühl heraus, dass man dem erhabenen Gott, der in den ewigen Himmel thront, doch nicht unter die Augen treten kann, wohl aber zu den Heiligen aufschauen kann und sie um ihre Fürsprache bitten, ist auch die Verehrung der Heiligen und ihrer Überreste der Reliquien herausgewachsen.